Einrichtung, das Ganze drumherum, wenn man reingeht, also es ist schon sehr gut. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir mitten in London sind, hier in Kensington, würde ich sagen, wir sind in Tirol irgendwo auf einer Hütte und es hört sich an wie mit Skischuh, so wie sie da durchläuft. Ja, also Schnitzel von meiner Mutter oder gute Nachspeise oder auch ja, guter Nussstrudel von der Mutter, von meiner Freundin, also sind so Sachen, die ich hier nicht bekomme. Ja, es schlägt mein Herz für beide Vereine. Natürlich habe ich eine unglaubliche Zeit gehabt bei Rapid, 1,5 Jahre, bin Meister geworden. Ich denke immer gerne an die Zeit zurück, an die Fans, an das Stadion, an die Kulisse. Unglaubliche Zeit, die Tore, die ich dort gemacht habe mit Jimmy Hoffa gemeinsam, mit der Mannschaft, die wir damals waren, mit dem Trainer. Wirklich für mich persönlich eine der schönsten Zeiten meiner Karriere. Ende des Jahres ein Kurzengagement für 4 Wochen, aber da war es einfach auch so, dass die Gespräche mit Günter Kreisler einfach so positiv waren, da war ich so, hey, weil ich auch andere Aussichten gehabt habe im Frühjahr, dass ich da vielleicht da in die Wüste runterwechsel und gesagt habe, okay, bevor ich nichts mache, dann helfe ich dort einfach mit und schaue, dass ich fit bin und ich möchte einfach helfen. Und ich glaube, dass ich das in den 4 Spielen gut gemacht habe. Und der Verein macht mit diesen finanziellen Möglichkeiten wirklich sehr viel. Und es würde mich einfach freuen, wenn ihr in der Neustadt einfach die Liga haltet und nächstes Jahr auch wieder Bundesliga spielen kann. Und deswegen hoffe ich auf ein positives Ergebnis für beide Vereine. Na, natürlich wäre es für die Zuschauer ein 3-3 natürlich viel spektakulärer, ne? Dass ein paar Tore fallen, ein paar Tore sehen. Aber ich glaube einfach, dass Rapid momentan auch gut drauf ist. Aber Neustadt auch eine sehr, sehr gute Rückrunde bis jetzt gespielt. Deswegen würde es mich einfach freuen für beide Vereine, wenn sie einfach ein positives Ergebnis hätten. Aber ich glaube, es wäre natürlich auch für die Liga spannend, wenn natürlich Rapid auch dran bleibt und Salzburg einfach ein bisschen so Paroli bieten kann, weil sonst wäre es einfach, glaube ich, auch zu fad, wie vielleicht jetzt auch in Deutschland, dass die Bayern so davon sind und dann dahinter ist ein bisschen ein Loch und im Mittelfeld und ja, 3 Vereine können absteigen und dazwischen passiert eigentlich nicht viel. Ne? Also ich glaube, es wäre für die Liga einfach gut, wenn da Spannung drinnen bleibt und natürlich wäre es schön, wenn beide Vereine am Wochenende punkten. Ich meine, das Unentschieden bringt Rapid nicht viel oder Wiener Neustadt viel. Es wäre aber, glaube ich, für Wiener Neustadt der Punkt wichtiger. Aber ich hoffe einfach, dass beide Vereine am Ende der Saison Rapid vielleicht ganz oben steht, aber auf jeden Fall einmal Zweiter ist, damit die international nächstes Jahr vertreten sein können und natürlich, dass Wiener Neustadt nicht absteigt. Der Kader ist eigentlich nicht schlecht. Jetzt haben sie intern im Winter noch einen neuen Sportdirektor mit Franz Wohlfahrt. Ich glaube, dass es immer so ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt ist bei den Vereinen. Auch, glaube ich, bei Rapid die letzten Jahre. Einmal was gut, einmal was schlecht. Dann sagt man wieder, man möchte die Jugend forcieren. Aber man muss, glaube ich, den Ganzen auch irgendwann einmal sagen, hey, auch als Fan, wenn man diesen Verein liebt und gern hat, egal ob es jetzt Rapid ist oder eben die Austria, dass man es einfach neutral beobachtet und einfach sagt, hey, die machen jetzt einen Neuanfang, gehen wir denen mal wirklich 2 Jahre. Nicht? Und ich glaube einfach, dass da, glaube ich, bei mehreren Vereinen jetzt in Österreich einfach ein bisschen so der Umbruch drinnen ist und da einfach auch ein bisschen die Geduld haben muss und dann hoffen, dass da ja, spätestens in 1-2 Jahren einfach auch wirklich gute Mannschaften am Platz stehen mit guten österreichischen jungen Talenten. Das ist ja der meiste Aspekt, den die manchen Vereine einfach ja, auf den sie Wert legen und da kann man nur hoffen, dass sie da einfach dementsprechend dann die nächsten Jahre davon Früchte tragen. Für die Liga allgemein ist einfach wichtig, ist, dass die natürlich die Wiener Vereine Rapid, Austria, Sturm Graz und Salzburg sich da oben diese 4 Vereine einfach die Plätze ausmachen sollten, dass sie dann auch nächstes Jahr international spielen können. Das wäre einfach für den österreichischen Fußball das Beste und Wichtigste, weil die auch von den Infrastrukturen her am besten aufgestellt sind, diese Vereine, was die Stadien betrifft und auch die Kaderplanungen und die finanziellen Möglichkeiten. Deswegen kann man hoffen, dass am Ende der Saison alle Vereine sich dort finden, wo sie eigentlich hinwollen und dann auch dementsprechend hoffentlich nächstes Jahr international Punkte sammeln können. Um 19.45 Uhr englische Zeit, Kickoff und zur gleichen Zeit sind die Champions League Spiele. Du hast bei uns gestern am Abend knapp 10.000 Zuschauer gehabt. Wir spielen gegen einen Abstieg, es waren jetzt nicht 2 Top-Mannschaften und trotzdem kommen 10.000 Zuschauer. Und das ist einfach eine Kulisse am Dienstag am Abend, das Flair. Und das macht es einfach auch wieder aus. Ne? Und die ganzen Trainingseinheiten, das Trainingsgelände, London. England ist einfach, was den Fußball betrifft, ein eigenes Land und was Spezielles. Ich wollte immer in England spielen, deswegen bin ich froh, dass ich wieder da bin und bereue es keine Sekunde, dass ich wieder da bin.